Frau Colombo, 2-0-Sieg daheim gegen Luzern. Wichtige 3 Punkte. Ja, sicher. Ja, also ich finde, wir haben gut zusammengespielt. Wir haben uns das fest vorgenommen, dass wir heute den Sieg heimholen, nach ein paar Niederlagen. Und ja, ich finde, wir haben gut zusammengespielt und auch zusammengehabt. Jetzt zum rechten Flügel ist Tirina Pando, Nationalspielerin, sehr viel Tempo. Ja. Wie geht man so einen Match an als junge Spielerin? Also natürlich bin ich auch sehr aufgeregt gewesen, weil es erst mein zweites Spiel in der NLA. Und ja, ich habe probiert, einfach gegen sie durchzuheben. Aber ja, es war sehr schwierig gewesen. Ich muss sagen, sie ist eine sehr gute Spielerin. Und wie hat sich das Ganze angefühlt, jetzt Nationalliga für St. Gallen und nicht für GC, wie wir zuerst gedacht haben? Wie hat sich jetzt der Saisonstart angefühlt? Ja, so ein bisschen holprig für mich. Aber ich bin gut aufgenommen worden wieder in St. Gallen. Und ja, es ist halt wie eine Familie da. Und ja, es gibt nicht viel mehr zu sagen. Jetzt habt ihr endlich wieder wichtige Punkte in der Liga geholt. Man hat gewusst, es wird schwierig. Was könnt ihr so prognostizieren für den Verlauf dieser Saison? Ja, also einfach weiter so dranbleiben, uns das Beste geben und ja, führen schauen. Frau Ramseyer, Innenverteidigerin, ist das Ihre neue Lieblingsposition? Ja, wir hatten viel Auswahl gehabt und wir haben jemanden gebraucht auf dieser Position und dann habe ich die Aufgabe angenommen. Mehr oder weniger freiwillig. Jetzt bei Ihnen kann ich auch fragen, Sie haben nicht nur ein, zwei NLA-Spiele hinter sich. Wie haben Sie den Match gesehen? Ja, ich muss sagen, wir hatten relativ schlechte Passqualität, hatten viele Fehlpässe drin und so auch keinen Spielfluss entwickeln können. Und dann auch früher zwei Goale bekommen, die uns mega verunsichert haben. Dann in der zweiten Halbzeit sind wir aber viel bissiger rausgekommen und haben versucht, das nochmal zu drehen. Aber auch die Chancen nicht können verwerten, auch noch der Penalty, der nicht reingehen konnte. Und ja, also es war eigentlich kein gutes Spiel von uns. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt alle 5 Matches anschauen, das schlechteste Spiel vielleicht in dieser Saison. Wie kann man das machen, dass das eben nur ein Spiel war und nicht zum Standard wird? Ja, jetzt müssen wir vorne schauen, Kopf hoch behalten und wir wissen, dass wir es besser können und weiterarbeiten. Ja. Letzte Saison haben Sie extrem viele Vorlagen geliefert über Standards. Das ist diese Saison jetzt noch nicht gegangen, obwohl ein Lattentreffer da noch. An der Flanke liegt es nicht, die kommen immer noch gut. Wie können Sie Ihr Team so instruieren, dass sie eben all die verwerten? Ja, eben, ich würde sagen, einer ist an die Latte und einer ist so komisch, glaube per Hand noch rein. Wahrscheinlich haben wir da auch das Glück nicht gerade gehabt. Ich hoffe, dass die noch kommen und dann noch ein paar Goals aus diesen Standards entstehen. Was ist jetzt wichtig für euch in der Nazi-Pause? Ja, eben auch wieder Kräfte sammeln und einfach nicht zu fest die negativen Sachen aus dem Spiel mitnehmen, sondern mehr nach vorne schauen und an uns glauben. Und wir wissen, dass wir es besser können. Und dann das im nächsten Spiel gegen Lugano besser machen. Herr Zwiesig, heute gegen Luzern praktisch alles richtig gemacht. 2-0 Sieg, nie in Gefahr gesehen. Wie haben Sie den Match erlebt? Ja, nie in Gefahr gewesen. Also es ist ab und zu mal heiß geworden. Wir sind früher schon in Führung gegangen. Das war natürlich ein grosser Vorteil gewesen. Auch noch relativ früh nachdoppeln. Das Anschlussgoal ist nie gekommen. Das ist ein Vorteil gewesen. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Manchmal haben wir Glück gehabt. Der Penalty auch, der gegeben worden ist. Das gibt einen gewissen Komfort, wenn man einen 2-Tore-Vorsprung hat. Wir haben aber auch immer gegen Führung noch geshootet. Wir haben auch eine Torchance gehabt für die Dritte. Von dem her denke ich, haben wir ein gutes Spiel gemacht. Wir haben in anderen Spielen schlechte Phasen gehabt, die wir jetzt wirklich nicht hatten. Also wir haben recht konstant gut gespielt. Ich bin sehr zufrieden. Wenn wir den Match jetzt nehmen als Muster für die Zukunft, wahrscheinlich wollen Sie ja mehrere Punkte holen. Was müssen Sie machen, dass eben dann noch das dritte Goal fällt, um das Ganze fertig, den Sack zu machen? Ja, also wenn wir ehrlich sind, die anderen haben ja Chancen, sie haben auch kein Goal gemacht, oder? Wenn wir effizienter gewesen wären, hätten wir die Chance gekauft, die dritte, dann wäre es wahrscheinlich noch ruhiger geworden, dann wären wir ziemlich auf der sicheren Seite gewesen. Allerdings, ich rechne nicht damit, dass wir ja gegen eine Wand spielen und dass wir am Schluss einen grossen Abstand haben. Ich bin zufrieden, wenn wir ein gutes Spiel machen. Ich bin auch sehr zufrieden, wenn wir 3 Punkte holen. Das haben wir gemacht. Ich glaube nicht, dass das Match grundsätzlich einfach wäre für uns. Wir müssen jedem Spiel beißen und kämpfen, was geht. Schauen wir Ihre Mannschaftsliste an, sehr, sehr junge Frauen zum Teil, ein paar erfahrene, aber sehr viel Jugend. Was ist speziell an diesen jungen Spielerinnen, die jetzt bei Ihnen auch den Unterschied machen?
Ja, wir haben junge Spielerinnen und sind Spielerinnen, die grosses Potenzial haben, die gute Fußballerinnen sind, die aber das Potenzial noch ein bisschen ausschöpfen müssen und auch die Konstanz, die vielleicht eine ältere Spielerin hat, nicht hat und vielleicht auch schnell mal aus der Ruhe kommt, auch die Erfahrung halt nicht hat. Die Erfahrungen müssen wir jetzt machen und bei uns haben die Spielerinnen die Chance, zum Spielminuten zu holen. Und ich arbeite sehr gerne mit jungen Spielerinnen und ich gehe auch davon aus, dass die jetzt noch besser werden. Und es ist doch schön, wenn man ein Team hat, das Potenzial hat. Jetzt haben Sie gegen einen Spitzenkandidat von letzter Saison Lugano unentschieden geholt. Sie haben gegen Luzern sogar gewonnen. Also der Klassenerhalt ist sicherlich drin, oder? Ja, andere Teams wollen den Klassenerhalt auch schaffen. Also uns ist bewusst, dass wir jedem Spiel mit dem Vollgas geben, dass es nicht automatisch wird laufen. Wir sind darauf eingestellt und wir haben auch jetzt dreimal hintereinander verloren in der Meisterschaft. Das haben wir auch gewusst, aber so Phasen gibt es. Und wie ich gesagt habe, nicht, dass ich damit gerechnet habe, aber irgendwo im Hinterkopf ist mir schon bewusst, dass das passieren kann. Und trotzdem nicht den Mut verlieren, trotzdem weiterarbeiten. Und wenn man konzentriert weiterarbeitet, wird man auch belohnt.